Ja, liebe Landsleute, sehr verehrte Damen und Herren, viele liebe Gäste. Ich soll also einen kleinen Vortrag halten zum Unrecht der Vertreibung, das gestern wie heute ein Thema von Relevanz ist. Ja, das kann man wohl sagen. Selbst Schloss Burg an der Wupper erinnert daran, denn wir werden uns gleich vielleicht noch mit einigen Sätzen dazu äußern oder bekennen können. Bitte erwarten Sie von mir nicht, dass ich den Ansprüchen von Mark Twain an eine Rede völlig entsprechen kann. Mark Twain sagte einst, eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende und dazwischen sollte möglichst wenig Zeit liegen. Angesichts des komplexen Themas wird mir dies sicher nicht gelingen. Am 29. Mai, ich möchte also auch mit einem Zitat beginnen, sagte der damalige Innenminister Otto Schily auf einer Veranstaltung des BDV, die politische Linke hat in der Vergangenheit, das lässt sich leider nicht bestreiten, zeitweise über die Vertreibungsverbrechen, über das millionenfache Leid, das den Vertriebenen zugefügt wurde, hinweggesehen. Sei es aus Desinteresse, sei es aus Ängstlichkeit vor dem Vorwurf, als Revanchist gescholten zu werden, oder sei es in dem Irrglauben, durch Verschweigen und Verdrängen eher den Weg zu einem Ausgleich mit unseren Nachbarn zu finden. Das ist späte Einsicht bei einem Linken, dem durch den großen Teil seines politischen Wirkens Deutschland in den Grenzen von 1937 völlig egal war. Ja, der dieses Deutschland in den Grenzen von 37 mit großem Einsatz bekämpfte, wie auch Heerscharen seiner grünen und sozialdemokratischen Streiter und nach der Wahl von Walter Scheel ab 1968 auch die Spitze dieser Partei. Dabei war die Existenz Deutschlands in den 37er Grenzen bis zu den 2+4 Verträgen juristischer und völkerrechtlicer Tatbestand. Nach dem Zitat von Schily könnte man nun glauben, inzwischen habe sich das Verhältnis in den genannten Parteien zu den Vertriebenen normalisiert. Wer allerdings die bis heute andauernden Widerstände etwa gegen das Zentrum gegen Vertreibung, die geringen Mittelzuweisungen bisher jedenfalls, an überhaupt alle Institutionen, die sich mit der Katastrophe der Vertreibung nach dem Kriegsende beschäftigen, wird sich diesem Optimismus nicht anschließen können. Dazu ist auch von vielen Seiten zu viel Hass gegen Deutschland unterwegs, der sich nicht nur am jährlichen Gedenken etwa bei der Zerstörung von Dresden manifestiert, wo, wie gesagt, jedes Jahr die Sprüche auftauchen, Harris, do it again. Entsetzlich ist das, dass das eigene Staatsbürger sagen. Aber auch zum Beispiel der Umgang mit diesem Batterieturm, vor dem wir jetzt stehen, den noch unser Theodor Heuss als Denkmal, als Erinnerungsdenkmal für die Verbrechen der Vertreibung 1952 eingeweiht hat, hat davon ein Lied zu singen. Denn unter der im Wesentlichen hier in Nordrhein-Westfalen stattfindenden rot-grünen Verwaltung ist dieser Turm über viele Jahre dem Verfall preisgegeben gewesen. Und ich darf nur daran erinnern, nach etwa 10-jährigem Einsatz, vor allen Dingen, leider Gottes, jetzt spreche ich pro domo, der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung in der CDU und dessen dafür zuständigen Mann, dem Landtagsabgeordneten Westkemper, ist es dann gelungen, in Zusammenarbeit mit den Städten, wofür wir sehr dankbar sind, Solingen, Wermelskirchen und wer war der dritte nochmal? Ja, okay, Wuppertal, die 270.000 Euro zusammen zu betteln, die es möglich machten, den Dauerregen in die Mauern dieses Batterieturms endlich zu stoppen. Wir sind sehr dankbar. Die Landesregierung, die dafür eigentlich zuständig hätte sein sollen, hat sich nicht gerührt. Das mag als Einstieg in unser heutiges Gedenken zu einem ähnlichen Tag, wie es der Tag der Heimat sozusagen als Vorbild auch für diese Veranstaltung war, eigentlich ausreichen. Warum übrigens gibt es Gedenktage? Ihr Zweck ist das regelmäßige Erinnern an bedeutsame Vorgänge. Der Umgang mit ihnen spiegelt das Selbstverständnis zur Vergangenheitsdeutung eines geschichtlichen Zeitabschnittes. Seine Existenz und Ausgestaltung zeigt, welche historischen Ereignisse als erinnerungswürdig gelten
und was als Wissen über die Vergangenheit tradiert werden soll. Stadtpolitisch sollen Gedenktage geistige Mark- und Merksteine für die Bürger des Staates sein, sich mit ihrer Nation oder ihrem Volk, über das man ja heute nicht mehr redet, heute gibt es ja nur noch eine deutsche Bevölkerung, tradiert werden soll. So sollte ein übergreifendes Gefühl von Zusammengehörigkeit entwickelt werden, das letztlich die Identifikation der Bürger mit ihrem Staat ermöglicht. Die Inhalte von Gedenktagen können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie sagen allerdings auch einiges über den geistig-moralischen Hintergrund eines Volkes, das sie begeht. Unverzichtbar ist dabei aber immer das Mühen um die historische Wahrheit. Und gerade wir Vertriebenen haben erlebt, dass man in politischen Kreisen mit der historischen Wahrheit, ich sage das jetzt mal so salopp, wenig auf dem Hut hat. Heute nun geht es um das Unrecht der Vertreibung, der in enger Verbindung zum Tag auch der Heimat steht. Ich möchte fast sagen, das ist ein Ableger dessen, was der Tag der Heimat, der ja vor vielen, vielen Jahren in Stuttgart aus der Taufe gehoben wurde, eigentlich ist. Vielleicht darf ich nur noch mal darauf hinweisen, denn es sind ja auch eine Menge Jüngerer hier und vielleicht auch manche, die sich vielleicht belehren lassen können aus den nicht vertriebenen Bereichen, was den Anlass zum Tag der Heimat gibt. Er entstand auf einer Versammlung von Vertriebenen in Göttingen, wo Paul Wagner, ehemaliger Bürgermeister von Neidenburg in Ostpreußen, einen Antrag auf Einführung des Tages der Heimat forderte. Und dabei sagte er unter anderem, der Tag der Heimat soll dem ganzen Volk den Wert der Heimat zum Bewusstsein bringen. Zugleich soll es an diesem Tag das Recht auf Heimat vor aller Welt fordern. Dadurch soll die Gemeinschaft der Heimatverbliebenen und der Heimatvertriebenen gefördert und so der trennende Graben zugeschüttet werden. Als erster Tag ist dann der 5. August 1950 in Stuttgart. Dort wurde auch die großartige Charta der Heimatvertriebenen verkündet. Warum ist Heimat so wichtig? Ein Begriff, der ja seit 50 Jahren massiv bekämpft worden ist. Schon im Stammwort Heim deutet sich Wesentliches an. Es ist der Raum der Geborgenheit, der Ort, der jedem vertraut ist. Es ist der Schutzraum, in dem man sich zurückziehen kann. Der Heimatbegriff umfasst dazu das nähere Umfeld oder die Landschaft, das ausgebildete Klima, in dem das Kind die ersten prägenden Erfahrungen und Erkenntnisse sammelt, aus dem sich die entwickelnde Persönlichkeit im Schutz der Familie aus dem Brauchtum, der eigenen Sprache und dem Volkstum entwickelt. So gesehen versteht man, warum der bekannte Philosoph und Pädagoge Eduard Spranger der Heimat eine tragende Rolle für die gesunde Entwicklung aller Menschen zumisst. Heimat gibt dem Menschen seine Identität, seine Maßstäbe für die Orientierung in der Welt wie auch im ethischen und geistigen Bereich. Im Schutz der Heimat aufwachsende Menschen entwickeln starke Bindungen, sind verlässlicher und treuer, halten mehr von Wahrheit und Gerechtigkeit als Personen, die dem schon aus der Römerzeit bekannten Proletarier-Motto zuneigen, ubi bene, ibi patria, wo es mir gut geht, ist meine Heimat. Austauschbare Personen ohne oft Sinn und Verstand. In diesem Spruch wird das heute angestrebte danke, Heimatbild sichtbar, das ein Zerrbild des eigentlichen Heimatbegriffes ist. Heimat gibt dem Menschen seine unverwechselbare Individualität, macht ihn so unterscheidbar zu anderen Menschen und verhindert Konformität. Kein Wunder, dass die Umerzieher Deutschlands und heute die Globalisierer entschieden gegen die Heimatidee auftreten, denn Personen mit einer nur in der Heimat erlebbaren Geschichte sind eben nicht gleichförmig, haben eher eigene Gedanken und lassen sich weniger manipulieren, wie zum Beispiel das selbstbewusste Volk der Schweizer ständig zeigt. Wie die Muttermilch das Immunsystem des Babys stärkt und es so vor vielen Krankheiten schützt, so wird das in der bergenden Heimat heranwachsende Kind dort vor psychischen und geistigen Gefahren geschützt. Die Frage dürfte berechtigt sein, ob so ein Tag des Gedenkens an die Heimat
wie ihn die Vertriebenen übrigens ja geschaffen haben. Es war ja lange Zeit übrigens verboten für die Vertriebenen, sich zu organisieren. Erst ab 1950 konnten sie sich zusammenschließen. Das haben die Alliierten aus wohlerwogenen Gründen verboten. Nicht zugunsten der Deutschen, natürlich. Hier möchte ich einfach nur ganz kurz, die Vorredner haben das ja schon getan, einige grundlegende Fakten in Erinnerung rufen. Nämlich, alle diese Erinnerungstage sollen an die neben dem 30-jährigen Krieg größere humanitäre Katastrophe, die das Volk, das deutsche Volk in seiner über 1000-jährigen Geschichte getroffen hat und die damit verbundene größte Massenvertreibung erinnern. In der Dokumentation über die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten der östlich der Neiße, herausgegeben vom ehemaligen Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, sind die entsprechenden Zahlen zusammengefasst. In der Summe geht es um etwa fast 17 Millionen Deutsche, die von Vertreibung bedroht oder betroffen waren. Im Zuge der Vertreibung starben über 2 Millionen Menschen. Heute wird über das Unrecht zum Beispiel von Srebrenica, wo Serben im Krieg des zerfallenden Jugoslawiens im Jahr 1995 fast 10.000 Männer erschossen, groß und breit über die seelischen Schäden, die traumatischen Erlebnisse der Hinterbliebenen berichtet, die sogar jetzt noch psychologische und materielle Hilfe benötigen. Wie ich finde, schreibt man zu Recht darüber. Aber bei Flucht und Vertreibung ereigneten sich mehr als 200 Mal Srebrenica-Vorgänge. Würde über die deutschen Toten von Flucht und Vertreibung ähnlich ausführlich berichtet, wie allein nur die Ausführungen über die jugoslawischen Verhältnisse, dann würden unsere Medien kaum mehr über anderes berichten können. Diese Bevölkerungsverschiebung am Ende des Zweiten Weltkriegs und besonders stark in den ersten beiden Nachkriegsjahren ist in ihrem Umfang ohne Beispiel in der Geschichte. Sie entspricht zum Beispiel der Bevölkerungszahl der Niederlande, die 2013 rund 16,7 Millionen Einwohner zählten, oder der Bevölkerung von Österreich und Dänemark zusammen. Meine Damen und Herren, damit verbindet sich aber nicht nur deutsches Leid, sondern ich möchte den Blick auf etwas richten, was bei uns systematisch unterschlagen wird, nämlich mit der Vertreibung wurde die für den ganzen ost- und südosteuropäischen Raum unglaubliche Aufbauleistung der Deutschen beendet. Wir dürfen stolz sein auf das Werk, das unsere Vorfahren dort zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung hinterlassen haben. Da dies im heutigen Deutschland eben bewusst ausgeblendet wird, möchte ich wenigstens ein paar Striche dazu geben. Dabei will ich mich auf das Beispiel zu Polen beschränken. Die Entwicklung Polens kann man ohne Kenntnis zur deutschen Einwanderung und zum Beitrag der Deutschen gar nicht schildern. Die polnischen Herrscher, sehr lange den deutschen Kaiser tributpflichtig, wussten, dass sie Menschen in ihr Land eigentlich nur holen können aus dem Westen. Es waren überwiegend Deutsche. Sie sprachen diese gerne an, denn die Landesherren hatten mit den verlässlichen deutschen Missionaren und Adligen bereits gute Erfahrungen gemacht. Und zwar nicht nur bei der Mission, sondern auch bei ihrer Mithilfe zur Entwicklung der staatlichen Strukturen Polens. Zum Beispiel die Kirche Polens wurde von Deutschen aufgebaut. Die ersten Bischöfe Polens waren Deutsche. Man vergisst so etwas. Verantwortlich für die Aufsiedlung mit Bauern und Dörfern waren neben den Landesherren die deutschen Klöster, an der Spitze die Zisterzienser, und nun stehe ich hier in Burg und ein Steinwurf entfernt liegt Altenburg, eine Zisterzienserabtei, die bereits kurze Zeit nach ihrer Gründung zwei Klöster in Polen gegründet hat, nämlich im 12. Jahrhundert die Klöster Legno und Lat. Die deutschen Mönche holten Bauern aus dem Rheinland und siedelten sie in zahlreichen Dörfern um die Klöster herum an. Allein diese beiden Klostergründungen brachten einige hundert Deutsche nach Polen. Ein weiterer Punkt betrifft die Städtegründung. Diese waren im slawischen Raum damals fast unbekannt. Planmäßig nach städtischen Gesichtspunkten angelegte Siedlungen mit Marktplätzen, Kirchen, einem klaren Straßennetz und schützenden Mauern sowie einer städtischen Sozialstruktur gab es nicht.
Dazu sagt Fritz Bause 1952 in seinem Buch Deutsch-Slawische Schicksalsgemeinschaft: Die städtische Kolonisation ist für die Entwicklung des Ostens vielleicht noch bedeutsamer gewesen als die Einwanderung von Adligen und Bauern. Mit dem Bürgertum kam ein außerhalb der Lehnsordnung stehendes neues Element in den Osten mit sozialen Aufgaben, die der Osten bisher überhaupt nicht gekannt hatte. Ich will das hier nicht weiter ausführen, vielleicht nur zwei Zahlen nennen. Ab 1335 zu Deutschland gehörenden Schlesien wurden bis etwa in diese Zeit 120 deutsche Städte gegründet. Zur gleichen Zeit haben Deutsche in Polen etwa 80 deutsche Städte gegründet. Und vielleicht nur, um das mal zu überhöhen, ich habe es bisher nur in ganz wenigen Publikationen nachlesen können, selbst Krakau, die alte polnische Königsstadt, war lange Zeit oder war eine Siedlung der Deutschen. Es gab vor dem deutschen Einfluss auch Polen dort, ja, und der Wawel stand, ja, und eine Burg gab es dort oben, aber es war keine Stadt. Und als dann das, was man Stadt nannte in Polen, 1241 völlig verwüstet und auch die deutsche Kolonie ausgerottet wurde, erteilte Herzog Boleslaw der Schamhafte im Jahr 1257 deutschen Lokatoren das Privileg zur Gründung einer neuen Siedlung, nachdem diese die Neubaupläne vorgelegt hatten. 1259 eroberten die Tataren Krakau zum zweiten Mal, erschlugen alle Einwohner unter dem Wawel und verbrannten alles. Die Deutschen machten sich erneut ans Werk und schufen, vom Landesherrn auf ihrer Schaffenskraft privilegiert, das Kulturzentrum Polens. Die Krakauer Bürgerschaft blieb die folgenden 200 Jahre nahezu vollständig deutsch. Wie übrigens der Pole Obratzki Plasnik schreibt. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. In der Marienkirche, der gotischen Hauptkirche Krakaus aus dem 14. Jahrhundert, wurde 200 Jahre nur Deutsch gepredigt, bis sich dann Polen, die nach und nach einwandern durften, mehr und mehr beschwerten. Auch die von Kasimir dem Großen in Krakau 1364 gegründete Universität verdankt ihren großen Ruf an vielen Stellen deutscher Mitarbeit. Ich spare mir hier weitere Ausführungen. Schade nur, dass Polen zu dieser Anerkennung des deutschen Beitrags ihrer Geschichte fast nie bereit sind, auch heute nicht. Und schließlich sollten Sie noch etwas wissen, das sollte, wenn das in anderen Ländern so wäre, würde es jeden Tag gepredigt und würde von in jedem Tag in großen Lettern von den Zeitungen uns ins Auge springen. Sie sollten wissen, heute wird mindestens die Hälfte des polnischen Bruttosozialprodukts in den alten deutschen Ostprovinzen erwirtschaftet. Weiß Gott, Deutsche haben für die Entwicklung Polens sehr viel geleistet. Nach diesen Ausführungen dürfte die Frage nach der Berechtigung eines Tages der Heimat oder ähnlicher Gedenktage eindeutig mit Ja zu beantworten sein. Aber es gibt noch den rechtlichen Hintergrund, auf den möchte ich doch hinweisen, weil er unverzichtbar ist. Und zwar mit einer Sache, die unglaublich ist, denn alle Rechtsnormen, die irgendwo auf der Welt verankert sind, bestätigen eigentlich unseren Rechtsanspruch. Deshalb also rechtliche Gründe. Vertreibung sind Unrecht, heute wie morgen, aber auch natürlich schon gestern. Unsere Politik hat diese Dinge leider im Wesentlichen verspielt. Aber ich möchte doch auf das hinweisen, was nur unzählige völkerrechtliche Verträge zu Gehör bringen. Ich möchte mich auf drei beschränken. Nämlich, beim ersten handelt es sich um das Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs, das vierte Haager Abkommen vom 18.10.07. Ich zitiere da nur ein paar Dinge. In der Anlage dieses Vertrages heißt es unter anderem in Artikel 43, der die Gewalt ausübende Besetzer hat nach Möglichkeit, die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar unter Beachtung der Landesgesetze, nicht der neuen, die man mitbringt. In Artikel 46 liest man, Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum sowie religiöse Überzeugung und gottesdienstliche Handlungen sollen geachtet werden und das Privateigentum darf nicht entzogen werden.
wenn man das jetzt interpretiert, heißt das ganz eindeutig, Heimatvertreibung ist ein Verbrechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Recht auf die Heimat durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Resolution 217 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10.12.48, sogar noch erheblich gestärkt. In der Präambel steht, da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, verkündet die Generalversammlung die vorliegende allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Nur will ich Ihnen, Sie damit nicht langweilig, das meiste kennen Sie ja, aber ein paar Dinge doch. In Artikel 17 mit der Überschrift Gewährleistung des Eigentums steht kurz und bündig, jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum und zweitens, niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. So, ich will da jetzt auf die Weiterung nicht hinweisen, nur sollte man auf dein drittes wichtiges Dokument aufmerksam machen, das in Deutschland nie in der politischen Diskussion eine Rolle spielt, obwohl es für uns sehr viel hätte bewirken können. Das ist nämlich die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948. In dieser Resolution bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Dazu zählt mit den Maßnahmen, zählt man, die also verboten sind, Tötung von Mitgliedern der Gruppe, b. Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der Gruppe, und dann folgen noch andere, die das nur bestätigen. Und dann gibt es eine ganz tolle Geschichte, nämlich kurze Zeit später beschloss die UNO eine Konvention, die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsbestimmungen auf Kriegsverbrechen dieser Art einführt. Das heißt also, das darf gar nicht außer Kraft gesetzt werden. Die UNO besteht darauf, dass solche Verbrechen nicht verjährbar sind. Das halte ich doch schon für ganz interessant. Ich fasse zusammen und würdige das. Fasst man das zusammen, zeigt sich, solche Gedenktage, wie wir ihn heute begehen, sind nicht nur durch ein emotionales Potenzial gerechtfertigt, nach dem Motto, was Politiker so gerne im Munde, ja, da erinnern sich so ein paar Bekloppte, und da gab es mal irgendwas, fromme Worte, die wir immer hören, völlig bedeutungslos, nie material ausgerichtet, sondern immer nach dem Motto, da geben wir ihm was, dann sind sie schon zufrieden, sondern es ist nicht nur das emotionale Potenzial, sondern auch geschichtlich und rechtlich ist so ein Gedenken sehr festgefügt und abgesichert. Diese Sicht der Dinge teilte die große Mehrheit der Deutschen bis in die 70er Jahre. Fast überall in Westdeutschland fanden damals große Versammlungen statt. Selbst in einer Kleinstadt wie Leer in Ostfriesland kann ich mich an Kundgebungen erinnern, auf denen ich damals in den Jahren von 50 bis 53 vor einer über 1000-köpfigen Menge gedichtet vortragen durfte. Warum war das so? Fanden die Deutschen die Vertreibung schließlich in Ordnung? Nach Völkerrecht und subjektivem Empfinden konnte dies nicht sein. Also darf man andere Gründe vermuten, die der zunehmenden Uminterpretation des Tages der Heimat zugrunde lagen. Welche könnten es sein? Um ins Zentrum solcher Gedanken vorzustoßen, hat sich noch immer die Frage der alten Römer bewährt, die in solchen Fällen fragten, cui bono? Für wen ist das gut? Und dabei stößt man auf recht dunkle Hintergründe. Wer hatte ein Interesse daran, den Tag der Heimat und das Erinnern der Heimatvertriebenen möglichst abzuschaffen? Im Ausland waren es alle Kriegsgegner Deutschlands, denen es bei Unterstützung der rechtlich klaren Ausgangslage kaum möglich gewesen wäre, die Zerstückelung Deutschlands durchzusetzen. Ja, sie hätten sich als Unterzeichner der von mir genannten Dokumente für mindestens eine teilweise Wiedervereinigung des ganzen Deutschlands einsetzen müssen, was sie übrigens Adenauer ja auch zugesagt hat, die westlichen Alliierten. Daran hatten aber weder die Westmächte noch die Ostblockstaaten ein Interesse. Die durch die Vertreibung der Deutschen begünstigten Staaten wie Polen und die Tschechoslowakei erst recht nicht.
Sie setzten sich von Anbeginn an bis heute mit besonderer, fast krimineller Energie gegen das Heimatrecht für Deutsche ein. In diesem Zusammenhang gibt es kaum eine Form der Lüge oder des Betrugs, die nicht gegen die deutschen Vertriebenen eingesetzt worden wäre. Da im Nachkriegsdeutschland nun die Regierungsgewalt in den ersten Jahren bei den alliierten Hohen Kommissaren lag, konnte ohne nachhaltigen Widerstand in Deutschland alles durchgesetzt und eingerichtet werden, was den Interessen der Alliierten nützlich war und auch heute noch nützlich ist. Dazu gehörte auch die Installierung einer auslandshörigen Medienwelt. Lizenzpresse nannte es das der Volksmund damals. Zugegeben, das ist heute viel besser, aber auch heute gibt es noch erhebliche Reste, wie ich gerade in einem Kommentar im Westdeutschen Rundfunk auf der Fahrt hierher habe hören dürfen. Diese Presse erhielt als Hauptziel für die Bearbeitung der Deutschen den Auftrag, den sie hervorragend bearbeitete und den Walter Lippmann, ein sehr einflussreicher deutschstämmiger amerikanischer Journalist, der Berater von Wilson nach dem Ersten Weltkrieg war, feststellte, indem er sagte: Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Einzug gefunden hat in die Geschichtsbücher der Besiegten und von der nachfolgenden Generation geglaubt wird, kann die Umerziehung als wirklich gelungen bezeichnet werden. Da hat er leider recht. Die Beobachtungen nach Kriegsdeutschland bestätigen ihn. Es begann nach 1945 mit der Vernichtung von unkorrekten Büchern in allen offiziellen Buchbeständen. Über 35.000 Buchtitel wurden verboten und ausgemerzt. Es war die größte Büchervernichtungsaktion der neueren Geschichte. Die offiziellen Akten der deutschen Reichsregierung wurden alle beschlagnahmt und damit das Gedächtnis des Staates in die Hände fremder Mächte gelegt. Deutschland darf bis heute nicht einmal seine eigenen Dokumente herausgeben. Sie werden redigiert von Franzosen, Engländern, Amerikanern. Na, und Sie können sich vorstellen, was dann dabei herauskommen kann. In diesem Verdacht wird jeder Geschichtskundige bestärkt, wenn er erfährt, dass ein großer Teil der Akten der alliierten Staaten immer noch gesperrt sind. Warum wohl? Was will man verbergen? Wer nicht fragt, warum das so ist, gehört sicher zu den vielen Deutschen, die entweder naiv und unwissend sind oder von der Umerziehung heftig profitieren. Die gibt es ja nun auch. Vielleicht ist für die Gegner der Erinnerung an Flucht und Vertreibung ein anderer Grund zielführend. Er hat mit dem Völkerrecht zu tun und lässt sich mit den Worten von Professor Matthias Herdegen, der Ordinarius für Völkerrecht an der Universität in Bonn ist, recht knapp beschreiben. In seinem Buch Völkerrecht sagt er zu den Rechtsfolgen völkerrechtlichen Unrechts, Zitat: Ein völkerrechtliches Delikt verpflichtet grundsätzlich zur Beseitigung eines völkerrechtswidrig herbeigeführten Zustandes und zur Wiedergutmachung. Als Wiedergutmachung, jetzt verkürze ich etwas, kommen die Naturalrestitution und die Leistung von Wertersatz in Betracht. Na, das ist doch mal was. Die Vertriebenen müssten jetzt so Nachforderungen in Höhe von etwa einer knappen Billion stellen. Das wäre dann ungefähr das, was uns zustimmt. Wie erfolgreich der Kampf gegen die Heimatidee bisher gewesen ist, erkennen Sie daran, dass offiziell bloße Trauer um deutsche Opfer bisher nicht möglich ist. Deutsches Leid im Zusammenhang mit der Vertreibung zu bekunden, ist nur zulässig, wir haben es auch heute gerade in einem Grußwort gehört, wenn es in einen Kontext gestellt wird und, Zitat, richtig verstanden wird. Erst 70 Jahre nach dem Waffenstillstand beschloss die Bundesregierung am 27. August 2014 einen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung einzuführen, der jetzt am 20. Juni begangen werden soll und auch in diesem Jahr hier stattgefunden hat. Dafür sind wir ja dankbar, aber das ist natürlich kein Ersatz für das, was uns eigentlich zusteht. Warum das erst heute geschieht, ergibt sich aus einer Mitteilung der Bundeszentrale für politische Bildung aus 1915. Dort heißt es: Ungefähr seit der Jahrtausendwende hatte sich die Ansicht gesellschaftlich zunehmend durchgesetzt, auch der deutschen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Also immerhin, muss ich das vorstellen. 2015, ja, bitte, gut. Ohne dass damit unter Berücksichtigung der kausalen Zusammenhänge zwangsläufig eine Herabwürdigung der anderen Opfer verbunden sei, Zitat.
Und damit es auch der Dümmste versteht, fügten sie da hinzu, mittlerweile sind das Bekenntnis zu deutscher Schuld und Verantwortung am Zweiten Weltkrieg sowie die Trauer über den Verlust der Heimat der Deutschen aus den Ostgebieten als zwei Seiten einer Medaille anerkannt. Na, großartig. Das also ist des Pudels Kern. Erst nachdem sich also die rechtlich und moralisch falsche und geschichtsfälschende Kollektivschuldthese als unbestreitbar durchgesetzt hat, darf man in geringen Graden auch den Menschenrechten ein kleines Plätzchen für die Vertriebenen einräumen. Aus dieser Haltung der Sieger um die deutsche Geschichtsdeutung werden manche Vorgänge verständlich. Denken wir nur an das unwürdige Schauspiel zum Zentrum für Vertreibung und so weiter. Die lange Wühlarbeit gegen das Thema Erinnerung an die Heimat hat überall seine schlimmen Folgen gezeitigt. So werden die Landsmannschaften immer noch als rechts- oder rechtsextrem eingestuft und in der Öffentlichkeit kaum als unterstützenswerte Opferverbände gesehen. Flucht und Vertreibung kommen zum Beispiel im Schulunterricht kaum oder nie vor, obwohl die Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen es zuließ. Ich zitiere da aus dem Artikel 7, Zitat, diese Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen. Und dann folgt ein Satz, in Liebe zu Volk und Heimat. Nun, ich war 40 Jahre lang Lehrer an einem Gymnasium und ich kenne nur zwei Lehrer, die diesem Ziel sich etwas verschrieben haben. Das war mein alter schlesischer Mentor Dr. Teschner in Essen und ich. Sonst kenne ich keinen Lehrer von den Tausenden, die je da tätig waren. Auch der vorhin schon genannte, unglaublich verdienstvolle Herr Zauner, der hier vor mir sitzt, hat sich in dieser Richtung schon einmal sehr zutreffend geäußert, indem er zum Beispiel sagt, die Heimatidee lässt sich sehr wohl an dem messen, was Bürger für sie denn aufbringen. Und da gibt es zum Beispiel in fast jeder Gemeinde oder in jedem größeren Kreis Heimatverbände, die sich mit etwas beschäftigen und in Viersen gibt es eine große Gruppe, die jeweils das Viersener Heimatbuch erstellen. Und da sagt Herr Zauner völlig richtig, vor vier Jahrzehnten, also 1976, betrug die jährliche Auflagenhöhe dieses Buches 20.000 Stück. 1996 waren es noch 14.000 und 2017 noch ganze 3.000. Wenn Sie das in Verbindung bringen mit dem, was heute junge Leute denken müssen, sie sind ja einer ständigen Gehirnwäsche untersetzt, dann ist das sogar noch, finde ich, ein hoher Satz an Büchern, die da entstehen, aber letztlich ist es erschütternd. Und ich glaube, damit brauche ich nichts weiter mehr zu erörtern, genug der Darlegung. Sie sind für mich allerdings, die Sie hier versammelt sind, und ich sehe vor allen Dingen da auch erfreulich viele jüngere Personen, die lebendige Hoffnung dafür, dass auch für die Zukunft der Tag der Heimat, wie wir ihn ja normalerweise um den Septemberanfang feiern, aber auch solche Gedenktage, der dann seine segensreichen und identifikationsstiftenden Wirkungen entfalten kann. Entsprechend der These von Abraham Lincoln, der gesagt hat, Zitat, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.